Ja, also ich muss sagen, alle Jungs haben es wirklich super gemacht, souverän. Jeder hat gekämpft für den anderen. Die sind gerannt bis zum Umfallen. Die Außenbahnspieler haben so viele Kilometer heute abgerissen, auch die Sechser. Und ja, wirklich alle konstant geschlossen aufgetreten und verdient gewonnen. Ja, erstmal Glückwunsch an TSV Mariendorf, haben sehr gut gespielt, gute Körpersprache. Ich glaube, die Körpersprache, das sagt schon, ja, Mariendorf hat eine ganz andere Körpersprache gezeigt wie wir. Und ja, dann verlierst du hier natürlich 4-0 hoch, ja. Aber so ist es halt. Körpersprache von uns war heute sehr, sehr schlecht. Ja, durch die einfache Runde wird es jetzt natürlich sehr, sehr schwer, klar. Es ist unglaublich wichtig, ne? Also jedes Spiel ist eigentlich ein Topspiel, ne? Da muss man wirklich sagen, dass jedes Spiel ein Topspiel ist. Und es ist halt wichtig, auch wenn man gerade auswärts spielt beim Mitkonkurrenten, sage ich mal, dann muss man das Spiel ziehen. Ja, da muss man gewinnen. Ja, wir haben natürlich viele Spieler, die wir im Sommer verpflichtet haben, die haben heute nicht gespielt. Das ist natürlich, das hat jede Mannschaft. Bei uns tut es natürlich sehr weh, wenn man zwei Spieler von Blau-Weiß, nie Bruce Weber und Nico Kitzing, wenn die natürlich nicht spielen, die fehlen natürlich immens. Und also es soll jetzt keine Ausrede sein, die danach sind, sind auch gut. Und wir müssen jetzt einfach Kopf, also Brust zeigen oder wie man es so schön sagt, und wieder zu den alten Tugenden zurückkommen und eine andere Körpersprache auf den Platz bringen. Das ist viel, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, man muss natürlich schauen. Also es ist immer schwierig, gerade mit diesen Pausen, ne, die man dann drin hat. Aber die Löcher stopfen wir gut mit Freundschaftsspielen. Aber ich denke mal, jeder hat da trotzdem immer den Fokus auf jedes Spiel und denkt einfach immer schon wieder ans nächste Spiel, auch wenn es immer 2 Wochen entfernt ist oder 3.